Ein Gedicht mit der Handschrift von Ja, Hans. es hat auf jeden Fall was mit dem Gewicht zu, Gesicht, Gedicht zu tun. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Die Luna hier im Hintergrund. Eieieiei. Haben wir denn hier sonst irgendwas, was wir angucken können? Ich habe jetzt gerade echt keine Peilung. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Ja, was sollen wir als nächstes tun? Wir sollten das auf jeden Fall hier mal das Rätsel lösen. Aber ich habe wirklich gar keine Peilung. Ist jetzt natürlich blöde, ne? Was sollen wir? Das wollte ich gar nicht. Oh, was für ein Durcheinander. Dieser stabile Kasten muss einen wertvollen... Ich raff es nicht. C-A-A-S-C-A. A-S. Haben wir hier einen C-A? C-S. A-S. C-A. Gibt's nicht. Doch, hier. Also C-A-A-S. Ich habe hier vorhin P gesehen, oder nicht? P. Ich komme nicht drauf. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Das will mich echt verscheißen hier. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Dann hilf mir doch mal. Ich blick es nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's einfach nicht. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Ach, sechster Sinn, machen wir mal. Dieser stabile Kasten muss einen wertvollen Gegenstand enthalten. Mal sehen. Ja, hallo, was ist jetzt mit deinem sechsten Sinn hier? Ein Gedicht mit der Handschrift von Hans. Bringt mir alles nichts. Löschpapier. Ein Brieföffner. Ein Brieföffner. Löschpapier, kann man die Streichhölzer hier drauf machen? Löschpapier. Das geht nicht. Dieser stabile Kasten muss einen wertvollen Gegenstand enthalten. Mal sehen. Ich komme nicht drauf. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne.
Also sorry Leute, ich muss da echt nachschauen. Weil ich blicke hier gar nichts. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, nachdem ich hier mal kurz geschaut habe, was es mit der Kiste auf sich hat. Und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal und tschüssi, euer Boots. Ja, und hier sind wir auch wieder. Und ich habe einfach mal geschaut. Wir müssen irgendwie das dieser stabil. Ja, das Löschpapier hier drauflegen. Dann das hier könnte interessant sein. Nämlich die Löcher finden. Also welcher normale Mensch kommt das da drauf? Das könnte interessant sein. Also ich muss wirklich mehr Detektivarbeit leisten. Wir müssen jetzt nämlich hingehen. Dann das. Nochmal die Lupe. Das hier könnte interessant sein. Das hier könnte interessant sein. Nee, hier ist nichts Interessantes. Ja. Tu die Lupe weg. Jetzt müssen wir nämlich hingehen und hier. Das kann kein Zufall sein. So. H, C, A, B, E und S. Das hier könnte interessant sein. H, C, A, B, R und S. C, A. Was? B, R. Na, also auf jeden Fall S. Und B, R. Ja. Und jetzt? Ausgezeichnet. Was steht auf diesem Zettel, Holmes? Später, Watson, später. So, jetzt haben wir auf jeden Fall jetzt die Feder. Jetzt können wir Hans seinen Füllfederhalter geben. Okay. Jetzt haben wir das auf jeden Fall erledigt. Löschpapier. Auch wenn ich nicht von alleine drauf gekommen bin. Ja. So. Auch wenn ich nicht alleine drauf gekommen bin. So, dann gehen wir mal zu dem Guten wieder runter. Und Alter, meine Maus hängt. Ich müsste echt eine andere Maus kaufen. Wobei die Maus an sich eigentlich echt cool ist. Wir müssen... Was für ein inkompetenter Haufen. Wenn ich so unprofessionell wäre, würden in der ganzen Stadt Mörder frei herumlaufen. Was ist los? Sind Sie ein Patient von Dr. Watson? Sehr witzig. Ich habe mich über die Reinigung in der Westgate Street aufgeregt. Gerade eben haben Sie meine Paradeuniform ausgeliefert. Mitten in meiner Dienstzeit. Obwohl ich Ihnen schon tausendmal gesagt habe, dass Sie sie nicht vor 6 Uhr abends bringen sollen. Eine Paradeuniform? Sie wurden befördert? Nein. Und das wird auch nicht so schnell passieren. Eine Hochzeit steht an. Hoffe ich zumindest. Mr. Holmes, ich stecke in Schwierigkeiten. Wenn der Direktor die Uniform hier herumliegen sieht und erfährt, dass ich meinen Posten verlassen habe, werde ich entlassen. Okay. Geben Sie mir die Uniform, Wärter Brighton. Ich kümmere mich darum. Wirklich? Vielen Dank. Hier ist der Schlüssel für den Umkleideraum und der für meinen Spind. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Mr. Holmes. Ah ja, kein Thema. Was haben Sie vor, Holmes? Sie machen das doch nicht aus purer Freundlichkeit, oder? Nein, aus Neugier. Mit diesem Schlüssel können wir uns Zutritt zum Umkleideraum verschaffen. Mhm. So. Umkleideraum. Was sollen wir als... Jetzt können wir Hans... Ja. Was jetzt... Der Umkleideraum für die Gefängnismitarbeiter. Okay, also, das heißt, Schlüssel nehmen, mach auf den Mist. So, Erzelle, wo ist eben sein Spind? Hier. Mal auf. Das hier ist Brighton. Das hier ist Brighton. Das hier ist Brightons Spind.
Okay. Haben wir dem seinen Anzug? Hallo. Machst du auch mal das, was ich will hier? Ah. Mal stresst mich hier irgendwie ein bisschen. Hallo. Wo soll ich das denn hin tun? Guck mich nicht so blöde an. Ja, was soll ich jetzt mit dem Mist machen? Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Haben wir da auch einen Schlüssel? Ups. Wir haben ja auch einen Schlüssel für den sein Spind. Okay. Ja. So einfach kann es gehen. So einfach kann es gehen. Einfach mal ein bisschen die Augen aufmachen hier. Hackpulver. Brighton muss unter einer Magenverstimmung leiden, die ohne Zweifel durch Stress hervorgerufen wurde. Da hilft Backpulver. Auf dem Schlüssel steht Jenny Patterson. Interessant. Backpulver. Okay, dann tun wir mal dem seine Kleidung da rein, wa? So. Hätten wir das nämlich erledigt. So. Haben wir reingemacht. Die Tür bleibt natürlich offen hier. Boah, jetzt zwickt mich gerade ins Bein hier. Da zwickt es mir hier ins Bein. Ach, hier. Schau mal, jetzt haben wir den Schlüssel. Was sollen wir als nächstes jetzt... Ach, mit dir will ich immer gar nicht quatschen hier. Also irgendwie reagiert meine Maus nicht. Macht nicht das, was ich will. Hallo, ich klicke halt doch. Lässt sich nicht öffnen. Ach so, Schlüssel. Also irgendwie hängt das hier und meine Maus auch. Ich schmeiß sie gleich gegen die Wand. Schlüssel von Jenny Patterson. Ja, er macht wieder nichts. Sehen wir uns den Spind von Miss Patterson einmal genauer an. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Oh Mann. Das Schloss dieses Metallkastens ist ziemlich komplex. Oh Gott. Unglaublich. Verheimlicht Jenny irgendetwas? Vielleicht hierhin? Maus. Wieder so ein blödes Rätsel. Keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung, was mir gerade einfällt. Ich konnte vorhin nicht mal speichern. Ich musste das Ganze nämlich... ach, jetzt kann ich speichern. Wir tun hier mal überschreiben. Dass wir einfach schon mal so weit sind. Was sollen wir jetzt? Ja, irgendwie hat das momentan nicht wirklich viel Sinn mit meiner Maus hier. Deshalb habe ich jetzt auch gespeichert. Weil ihr seht schon, ich kann so machen und oftmals funktioniert es einfach nicht. Da würde ich nämlich an der Stelle dann einfach einen Cut machen und schauen, was meine Maus hier für Probleme hat, weil es geht ja nicht nur bei Sherlock Holmes so, sondern wie ihr auch schon gesehen habt, bei Transformers ist es das gleiche Spiel. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem wie immer Spaß beim Zuschauen der Folgen und dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüssi, euer Boots.